Hallo Leute, weiter geht's bei Mega Man 11. Tundra Man ist ebenfalls gefallen und wir haben gemerkt, die Waffe von Fuse Man ist ziemlich effektiv dagegen. Mit anderen Worten, meine ganzen Theorien sind für den Arsch. Aber wenn wir jetzt mal weiterspinnen, ich habe mir überlegt, was Eis sei gut gegen Block. Ob das eine gute Idee ist, ich weiß es nicht. Ich habe sehr viel Zeugs gesammelt. I can now create new items for you. Oh, er kann was Neues bauen. Oh, das da. Reduziert den Rückstoß, wenn du Schaden nimmst. Rückstoß. Ja, will ich haben. Respektive, ich will keinen Rückstoß mehr haben. Ausrüsten, ja klar. Das wäre auch gut. Negiert den Rückstoß. Ja, das hätte ich zuvor gebraucht. Das werde ich mir ebenfalls irgendwann noch kaufen. Okay, Mega, what'll it be? Yo, Mega! Was will ich noch kaufen? Schnelle Zeit. Nee, ich werde keine schnelle Zeit haben, wenn ich es abschließe. Wisst ihr was? Wir nehmen noch das hier. Erlaubt dir mit normaler Geschwindigkeit, dich zu bewegen, wenn du Speed Gear benutzt. Das könnte mir helfen. Ausrüsten, klar. Dann kaufe ich noch ein Leben. Ja. Und zwei Energietanks. Ja, noch eins. Okay, und vielleicht noch ein Beat. Ja. Ich möchte natürlich irgendwann mal alles haben. Aber gut. Wir versuchen Blockman. Weil, ja. Einfach so. Der Typ, der so eine große Fresse riskiert hat im Intro. Blockman. Okay. Allerdings, hier weiß ich, was seine Spezialform ist. Das hat man mal im Trailer gesehen oder so. Der wird riesengroß. Und dass hier irgendwas runterfällt, das gefällt mir gar nicht. Oh nein, diese Typen hier. Okay, der kehrt immerhin nicht um. Du bist eigentlich nur so doof, weil du einfach nur dastehst. So. Was waren das gerade, links und rechts für Striche? Okay, es kommt von dem. So kann ich den Chat rufen, okay. Alles klar. Ja, toll. Hier könnte man den Typen erstmal lernen, das gut. Feuer! War nicht so gut. Das ist relativ schwer zu timen. Dich da oben sehe ich. Ah, ich kann das einfach nur wegmachen hier. Nett. Stirb! Förderbänder. Fantastisch. Was ich denn nicht bewegen kann, kann der gar nichts. Und ich kann alles einsammeln und mit dem Weg hier freischießen. Ich frage mich, ob es hier auch wieder Secrets-Areale gibt. Weil in gewissen Mega Man Teilen wurde da ein bisschen übertrieben, aber wäre halt schon cool. Okay, Moment. Schaffe ich den jetzt so? Nee. Wisst ihr was? Da oben will ich auch. Oh, oh. Das war ein Fehler. Nee, das war kein Fehler. War okay. Nehme ich alles mit. Ich will irgendwann alles kaufen, versteht sich. Okay, nur von da fällt was runter scheinbar. Waren hier gerade zwei? Scheinbar nicht. So was gefällt mir nicht. Oh Gott, was ist das? What the fuck? Oh, oh Gott, okay, ich verstehe. Okay, ich verstehe. Okay, ich verstehe. Der ist relativ fair. Nein, okay. Der letzte hinfällt. Scheinbar nicht ganz klar. Ah, nee, okay, jetzt sehe ich das Ganze nicht mehr. Wie was? Oh, seht ihr im Hintergrund? Da ist dieser Typ im Rad drin. Und hier, das sollte Blockman darstellen, glaube ich. Oh mein Gott. Ich habe gerade ein bisschen viel Damage genommen, fällt mir auf. Ist aber okay. Das sollte gehen. Und wir haben jetzt relativ viele Waffen, die wir gegen
Blockman austesten können und wir haben 8 Leben. Das reicht, um jede Waffe mal zu testen, würde ich sagen. Ha! Habt ihr das gesehen? Rush-Chat, wir brauchen dich gerade nicht. Was soll das hier? Was soll das hier? Ich glaube, ich möchte da hochgehen. Ups, shit. Okay. Shit, das ist nicht so cool. Ha! Oh Gott! Dass ich mich jetzt schneller bewegen kann während des Speed Gears, ich glaube, das ist schon mal eine sehr gute Sache. Nein! Gear Change kann ich auch machen. Spaßig. Oh nein. Weg mit dir. Okay. Das war gut. Dann mache ich zuerst die hier weg. Ja, wenn ich hier runterfalle, dann bin ich wieder total am Arsch. Springe darüber. Siegen das Teil da. Springe darüber und. Oh fuck. Okay, wir warten. Und darüber. Okay. Okay, okay. Einmal darf man Fehler passieren, nicht wahr? Was habe ich jetzt gemacht? Darüber, das töten, ich sag das töten. Speed Gear. Okay. Ich will nicht von so einem Runterfallblock getroffen. Autsch. Okay, nur da fällt was runter. Und dann da. Das ist ein Weitersprung. Okay, euch möchte ich gerne weghaben. Darüber töten das, dass man ja relativ gut sehen kann. Ich möchte das einsetzen. Ich weiß nicht genau, wo hier der Witz ist, aber... Oh nein, schon wieder so ein Viech. Oh nein, das ist ein Problem. Das Power Gear bringt mir eigentlich nicht so viel, kann das sein? Autsch. Und schon geht kaputt. Ich habe doch lange Zeit das Power Gear eingesetzt. Das darf doch nicht wahr sein. Das war ein Problem. Das Power Gear bringt mir nicht ganz das, was ich gerne sehen würde. Was zum? Wollt ihr mir gerade das Leben klauen? Was war das denn gerade? Ach du Kacke, ich habe immer noch... falsche Taste. Jetzt habe ich 9 Leben, okay. Oh, Moment. Der Typ da. Das ist ein Problem quasi. BOOM! Vorsicht vor dem, ja. Vorsicht vor dem da oben. Ja, geht auch. Sieht aus wie ein Kirby-Gegner irgendwie. Okay, was ist hier die Gefahr? Der da. Ist eine... nicht wirklich Gefahr. Verzeihung? In diesen Teilen könnte ich wieder versuchen, was zu farmen, aber... Oh nein, gleich kommt wieder was, ja. Oh Gott, beeil dich! Was? Oh, ich dachte, das könnte ich schaffen. Das war aber, glaube ich, nicht für das gedacht. Den Typ da sehe ich. Ich dachte, das könnte ich schaffen, quasi durch das Labyrinth skippen, quasi, dass er von oben runterkam. Aber wisst ihr was? Nein, hat nicht geklappt. Oh mein Gott! Autsch. Okay, aber dieses Teil, was ich da gekauft habe, von wegen, hey, jetzt kannst du dich schneller bewegen. Das war halt wirklich wichtig, glaube ich. Das hat mir meinen Arsch, glaube ich, jetzt schon 2-3 Mal gerettet, obwohl ich es noch gar nicht so oft verwendet habe. Und einsetzen, okay. Jetzt warten wir. Oh Gott. Durch da. Okay, okay, Moment. Moment, das schaffe ich, oder? Moment, das schaffe ich.
Habt ihr das gesehen? Fantastisch. Fun fucking tastisch. Oh shit. Okay, hab verstanden. Hier bin ich aber safe. Sollte ich sein, ja. Okay. Das kommt da runter und dann kommt das da runter. Okay. Sobald das die Herkunft zerfällt, will ich gehen. Nein, das ist nicht gut. Schlechtes Timing. Sehr gut. Los, geh weg. Aber ungefähr so wäre es richtig gewesen. Ja, das Double Gear System klingt jetzt auch schneller ab und das kommt so. Höp. Nein. Ah, okay, ich muss auf diesen Stein drauf, scheinbar. Ja, es klingt jetzt, das kühlt schneller ab, will ich sagen. Das ist schon mal etwas. Okay, ich muss auf diesen Stein rauf da. Jetzt rauf da? Nein. Das ist schwer. Hier das Timing zu finden ist relativ schwer. Merke ich gerade. Aber man kann es immerhin ein paar Mal versuchen und das ist relativ fair. Und zack. Doch, klappt ja. Oh shit, aber... Oh Gott, was? Hä? Und dann? Hä? Ich dachte es gerade, ja cool, ist gar nicht so schwer, aber wo lang dann? Wo lang dann? Oh, will ich da hoch? Oh Gott, ich glaube, ich will da hoch, oder? Moment, nochmal ansehen. Möchte... Nein, nicht gut. Möchte gerne jetzt darüber. Dann warten wir. Kommt das runter? Kann ich nicht da hoch? Nein! Oh, Rush! Nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, was mache ich da eigentlich? Wo kommt jetzt das Viech? Okay, ich mach's jetzt mal so. Hier bin ich safe. Ja, soweit schon. Gehst da weg. Dieser Sprung, der klappt. Und rüber da. Oh mein Gott. Das war cool, weil es halt mehr so ein Rätsel war, statt was anderes. Ja, das war quasi cool. Puh. Okay, wir warten da kurz. Auch auf das Vieh da. Warum sind die hier so eine Maya-Statue oder Pyramide drin? Da kommt nichts runter, scheinbar. Komm schon, euch sieht man doch. Checkpoint? Nein. Kein Checkpoint für uns. Oh nein. Okay, ist fair. Yeah, seht ihr das an? Das war gut. Das auch. Das nicht so, aber das andere. Und Schuss. Der Typ da. Der hat mir Energie geklaut gerade. Was für ein Haufen Scheiße. Okay, wir sind schon da. Wir sind schon da. Okay, dann würde ich sagen, testen wir mal ein paar Waffen aus. Das würde eigentlich Sinn machen. Wir testen mal das. Wir haben genug Leben. Wir haben 3 Energietanks. Wir testen mal das. Wo ich nicht so genau weiß, wie ich dann keinen Schaden nehme durch das. Du siehst irgendwie ein bisschen lächerlich aus. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Versuchen. Na, falsch. Suchen wir das. War das gut? Das war sogar sehr gut. Okay, ich glaube, das ist es. Oh, was zum Fick. Oh, was zur Hölle. Der rote Punkt, oder wie? Ja. Oh nein. Wie soll ich da entkommen? Au, au, au. Stehe ich hier sicher? Nee. Au, jetzt hast doch die Scheiße, Mann. Bist du auch mal groß? Klein? Du bist gleich tot, oder? Stirb. War's das? Moment. Nein, wieder falsch. Ich möchte das haben. Ha!
glaube, es war die richtige Waffe. First Try, obwohl ich vor dem ein bisschen Angst hatte. Ha! Der Tundrastorm gegen Stein. Das war sogar richtig, was ich hier zusammengespinnt habe. Ha! Starke Sache, das. Gut, Leute, First Try. Aber dass der quasi nochmal lebt, wenn er wieder die Energie down hat, das war ein bisschen unfair, aber... Ich war bereit. Der Arm sieht cool aus. Okay, eine Viertelstunde. Ziemlich gut. Blockdropper. Testen, ja. Erzeuge schwere Steinblöcke, die auf Gegner fallen. Oh, immer vier Stück. Und wenn ich das so mache... kommen halt einfach nur mehr runter. Das ist ziemlich cool für entfernte Gegner. Doch, das gefällt mir. Das gefällt mir. Leute, wie immer, schnell speichern und damit sage ich, Leute, heute war es das mit Mega Man 11. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.